Die Ufer des Rheins. An vielen Stellen gehören sie zu den schönsten Orten Mitteleuropas. Seit Jahrtausenden zieht der Rhein die Menschen an und es werden immer mehr. Zum Wohnen, zum Arbeiten und vor allem in ihrer Freizeit strömen die Menschen an den Fluss. Aber das Leben am und mit dem Fluss kann sich schlagartig ändern. Denn bei Hochwasser wird der Rhein zum Albtraum. Millionen Menschen leben unmittelbar am Rhein und seinen Nebenflüssen. In der Schweiz, in Frankreich, den Niederlanden und vor allem in Deutschland. Kommt es hier zu einem großen Hochwasser, wird es immense Schäden, vielleicht sogar Tote geben. Nicht nur die Millionenstadt Köln liegt am Rhein und ist unmittelbar gefährdet. Auch explosive Industrieanlagen wie Chemiefabriken und Raffinerien können von den Fluten überspült werden. Und ob die Atomkraftwerke entlang des Rheins wirklich so sicher sind, wie behauptet wird? Was tun also Ingenieure und Wissenschaftler gegen die Bedrohung durch Hochwasser? Welchen Konzepten geht man aktuell nach? Und welche neuen Techniken werden eingesetzt?